Moin zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in Black Myth: Wukong das wahre Ende freischaltet und einen der wohl härtesten Bosse, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Als Belohnung für das wahre Ende oder das geheime Ende bekommt man den Dreispitz-Doppelklingenspeer. Dieser hat 135 Angriff und 6 Crit-Chance. Es lohnt sich also, das Ende zu machen. Zudem bekommen wir noch den Verwandlungszauber Azurkuppel. Wenn wir den nutzen, dann verwandeln wir uns in einen größeren Affen und gehen in den Nahkampf. Aber das werdet ihr noch sehen, wenn ihr das wahre Ende nachher spielt. Aber was müssen wir jetzt dafür erledigen? Ich gebe euch hier erstmal die Kurzform und gleich gehe ich mit euch jeden Schritt durch, also alles, was ihr machen müsst, um die ganzen einzelnen Sachen freizuschalten. Aber erst zur Kurzform. Im Prinzip müsst ihr in Kapitel 1, 2, 4 und 5 das geheime Gebiet freischalten und dort den Endboss killen. Zudem müsst ihr in Kapitel 3 das Melonenfeld gefunden haben. Danach geht ihr ins Kapitel 3 zur großen Pagode und dort ganz nach hinten. Es wird dann eine Cutscene getriggert und ihr könnt danach das geheime Gebiet in Kapitel 3 betreten. Dort angekommen gibt es nur den einen Boss und ansonsten nichts. Wenn ihr diesen erledigt, bekommt ihr die Cutscene zum wahren Ende und auch die Waffe sowie den Verwandlungszauber und noch ein paar Crafting-Materialien. Also, falls ihr wisst, wie ihr die geheimen Gebiete überall freischaltet, schon mal viel Erfolg. Falls ihr das nicht wisst, dann bleibt mal da, weil das gehen wir jetzt durch. Denn jetzt wird Vergangenheitsfennig euch zeigen, wie ihr jedes Geheimgebiet und das Melonenfeld in Wukong freischaltet. Denn dazu habe ich euch bereits die Guides gemacht. Die habe ich in den letzten Tagen auch schon alle hochgeladen. Aber falls ihr nicht andauernd zu irgendeinem anderen Video springen wollt, hier jetzt gleich alles auf einmal. Also könnt ihr hier bleiben, das Schritt für Schritt nachmachen und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil das macht ihr jetzt erstmal und danach zeige ich euch noch den Weg zur großen Pagode und verabschiede mich noch. Also jetzt erstmal viel Spaß mit Vergangenheitsfennig und bis nachher. Erster Halt ist das Geheimgebiet in Kapitel 1. Das ist der uralte Guanin-Tempel. Und dort müssen wir dann den ältesten Yinchi besiegen. Den seht ihr hier auch gerade. Was ihr da alles machen müsst, wie gesagt, das zeige ich euch jetzt. Wir starten hier beim Wald der Wölfe und da dann außerhalb des Waldes. Und von hier aus könnt ihr mir einfach nachlaufen. Wir gehen jetzt hier einfach den Weg entlang. Vorbei an den kleinen Gegnern. Dann hier einmal über die Brücke rüber und hier biegen wir jetzt links ab. Und hier hinten, da kommen wir in eine Boss-Arena. Hier müsst ihr dann den Boss erstmal killen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier hinten zu der kleinen Glocke und die aktivieren wir dann. Nächster Halt ist im Bambushain und zwar beim Schlangenpfad. Und auch von hier könnt ihr mir einfach nachlaufen. Hier gehen wir erstmal die Treppen hoch. Dann geradeaus weiter und da können wir hier eigentlich auch schon über die Brücke rüberspringen nach unten hin. Und dann erstmal dem Weg weiter folgen. Hier dann auch einfach den Lichtern hinterher und dann hier auf dem Weg weiter. Ihr wartet dann auch wieder am Boss. Den müsst ihr auch besiegen. Und wenn ihr den besiegt habt, dann gehen wir hier oben die Treppe hoch. Und auch da befindet sich eine Glocke, die wir dann aktivieren können. Und zu guter Letzt müssen wir hier auch wieder zum Bambus rein, aber diesmal zum Sumpf des weißen Nebels. Und da könnt ihr mir auch einfach nachlaufen. Warte, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Genau da müssen wir längs. Hier in dieser Wasserfläche, da wartet ein Storyboss auf uns, also den müssen wir dann auch killen, um weiterzukommen. Und wenn wir den erlegt haben, dann biegen wir hier links ab. Hier befindet sich dann die dritte und letzte Glocke. Und wenn wir die aktiviert haben, werden wir direkt zum Geheimgebiet geportet. Und auch hier befindet sich dann ein Räucherwerk, das ist geheim. Alter Guanin-Tempel und das ist das Räucherwerk Große Kammer. Das Räucherwerk aktiviert ihr auch am besten, weil ich nicht weiß, ob wenn man im Bosskampf stirbt und man das nicht aktiviert hat, ob man hier wieder hingeportet wird oder ob das dann nicht mehr funktioniert. Diese Tür öffnen wir und da befindet sich dann der Boss. Nächster Halt, Kapitel 2, Geheimgebiet Königreich Sahali.
Und da müssen wir den Boss Fuban killen, um nachher halt das Geheimgebiet und das wahre Ende freizuschalten. Um das Geheimgebiet in Kapitel 2 freizuschalten, müsst ihr die Quest vom gelb gekleideten Knappen machen. Und was ihr da alles machen müsst, wo ihr den findet, das zeigt euch, wie zu Anfang bereits erwähnt, Vergangenheitspfennig. Den gelb gekleideten Knappen, den finden wir hier bei der Schreckensklippe und hier starten wir dann bei der Steinruhe-Ebene. Von dort aus könnt ihr mir direkt nachlaufen. Da gehen wir hier einfach geradeaus weiter, halten uns etwas rechts vorbei an den Gegner und dann rollen wir hier auch mal durch den schmalen Gang durch und da hinten befindet sich dann schon der gelb gekleidete Knappe. Den sprechen wir jetzt so lange an, bis er nichts mehr sagt. Er möchte irgendwie aufstehen und dafür braucht er einen ernüchterten Stein. Falls ihr noch keinen habt, das zeige ich euch jetzt, wo ihr den findet. Einen ernüchterten Stein findet ihr hier bei der Windruhbrücke, also in der Geldwindformation. Und von da aus könnt ihr mir aber nachlaufen. Wir gehen jetzt hier runter, da vorne über die Brücke rüber. Wobei an den Leuten. Hier dann einmal links hoch. Dann da rechts durch. Und dann biegen wir hier nochmal links ab. Und hier in den kleinen Schuppen, da ist ein Gefäß bei euch. Wenn ihr das kaputt haut, dann bekommt ihr einen ernüchterten Stein. Den ernüchterten Stein, den geben wir ihnen dann und schöpfen seinen Dialog aus. Das getan, können wir direkt weiter zum Tempel des lauernden Tigers und da dann zum Tempeleingang. Hier beim Tempeleingang gehen wir dann fast ganz nach oben und am Ende dann rechts. Da befindet sich dann der gelb gekleidete Knappe. Hier brauchen wir dann einen Jade-Lotus, um ihn weiterzuschicken. Den Jade-Lotus, den habt ihr in Kapitel 1 ganz viel gefunden, teilweise auch noch in Kapitel 2, aber das meiste befindet sich in Kapitel 1. Das sind so Pflanzen, die man einfach einsammeln kann. Dann geben wir ihn denn und schöpfen den Dialog wieder aus. Und dann können wir schon zurück zur Steinruhe-Ebene. Wir gehen dann den gleichen Weg, also dahin, wo wir das Wildschwein ganz zu Anfang gefunden haben. Wir gehen jetzt aber nicht zu seinem Fleck dahin, sondern biegen rechts ab und da steht er dann oben. Wir müssen dann gegen den gelb gekleideten Knappen kämpfen und sobald wir ihn besiegt haben, bekommen wir zum einen die Rüsselmaske. Die erhöht unsere Angriffskraft oder unseren Angriff, nachdem wir eine Gurde benutzt haben. Kleiner Nachteil hier ist, wenn wir eine Gurde lange Zeit nicht genutzt haben, also unsere Heilung, dann verlieren wir an Angriffskraft. Und wir bekommen nicht nur die Rüsselmaske, er zeigt uns auch einen Weg hin zu einem geheimen Gebiet. Das geheime Gebiet ist das Königreich Sahali. Da müssen wir dann durch die Steinwand auch durch, wo er durchgegangen ist. Und dann kommen wir, wie bereits gesagt, im Königreich Sahali an. Hier treffen wir dann als erstes auf den Tigerwächter. Dieser will uns nicht vorbeilassen, also müssen wir ihn bekämpfen. Nach dem Sieg gegen den Tigerwächter bekommen wir die Tigerfigur Hufu. Das ist ein Talisman, der unsere Angriffskraft erhöht, wenn wir eine Angriffskombi mit leichten Angriff machen. Also die letzten Angriffe, die führen dann dazu, dass wir den Angriff oder unseren eigenen Angriff boosten und der Boost, der hält auch ein bisschen. Den besiegt, erzählt er uns ein bisschen was, also wir können dann auch weiter mit ihm reden. Er sagt dann, hey, da hinten, da steht mein Kumpel, das ist so eine große Ratte, direkt vor so einer Trommel. Da gehen wir dann auch hin, sprechen mit der Ratte und die beschwört uns dann einen Boss. Das ist der Boss Fuban und diesen müssen wir dann auch besiegen. Fuban erledigt, geht's jetzt zum Melonenfeld in Kapitel 3 im Tal der Ekstase. Für das Melonenfeld jetzt, da habe ich das Video zum Antizauber gemacht, da muss man nämlich die Schatzsucher-Questreihe machen. Und dann könnt ihr zum Melonenfeld, dort besiegt ihr einen Boss, danach gibt's den Antizauber und ihr schaltet noch eine Cutscene frei. Jetzt aber erstmal, was müssen wir machen, um zum Melonenfeld hinzukommen und wir nehmen dabei auch noch den Antizauber mit. Wir starten hier im Kapitel 3 in Wukong, also der Neue Westen. Und dann müssen wir zum Bittersee und dann zum nördliches Ufer des Bittersees. Von dort aus könnt ihr mir aber nachlaufen. Wir drehen uns einmal um, gehen da hinten Richtung Hütte und Richtung Minitempel. Hier hinten am Minitempel, da seht ihr zunächst ein paar kleine Gegner, die macht ihr dann weg. Und hier hinten, da hockt dann ein NPC. Mit dem sprecht ihr und er erzählt euch was von einer Schatzsuche. Ihr sprecht ihn jetzt so lange an, bis er nichts mehr zu sagen hat. Nächste Halt in Kapitel 3 ist dann das Tal der Ekstase und da starten wir beim Wald der Wonne. Hier kehren wir auch nochmal zurück, also merkt euch den Spawnpunkt. Wir müssen an sich zur Türme des Karmas und danach zum Melonenfeld. Da die Wege aber ein bisschen schwierig zu finden sind und man nicht direkt dran vorbeikommt, zeige ich euch einfach den Weg von da
zum nächsten Punkt. Also nächster Punkt ist Türme des Karmas. Falls ihr den Punkt schon habt, könnt ihr dahin skippen. Was ihr aber schon mal machen könnt, ihr könnt bei Selbstbestimmung den Zauber auswählen und dann euch hier auf der linken Seite den Feuerkreis mitnehmen. Bei dem brauchen wir gleich. Also hier vom Wald der Wonne, da lauft ihr mir jetzt einfach hinterher. Ich werde jetzt auf dem Weg nicht so viel erzählen, weil ja, es ist einfach nur erst geradeaus, dann links abbiegen, dann nochmal schräg links und dann sind wir schon da. Hier biegen wir dann links ab. So, und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Also wir befinden uns hier jetzt bei Türme des Karmas. Also da. Wie gesagt, hier brauchen wir jetzt den Feuerkreis. Wir drehen uns aber einmal um, laufen ein Stück zurück, hier dann rein. Und in der Ferne, da hört ihr schon wen jammern. Der NPC von vorhin, der hockt hier jetzt drauf. Dann geht ihr hier hin. Castet einmal den Feuerkreis und dann wird eine Cutscene gespielt. Nach der Cutscene, da könnt ihr ihn wieder ansprechen. Ihr redet so lange mit ihm, bis er nichts Neues erzählt. Er erzählt jetzt von dem Melon und dass irgendwer von der Klippe runter ist und da gehen wir jetzt hin. Wie eben bereits erwähnt, wir porten uns jetzt wieder zurück zum Wald der Wonne. Hier im Wald der Wonne, da könnt ihr mir wieder hinterherlaufen. Da geht's hier einfach weiter runter. Hier unten laufen wir dann links weiter. Und dann da durch den kleinen Teich. Hinten bei den eingefrorenen Dudes, da geht's dann weiter runter. Dann gehen wir hier links über den Ast drüber. Hier unten ist dann das nächste Räucherwerk und das ist dann das Melonenfeld. Hier beim Melonenfeld, da müssen wir einfach hier in den Raum rein, dann spawnt ein Boss. Den Boss, den killen wir, danach kommt wieder eine Cutscene und am Ende erhalten wir den Antizauber. Das Melonenfeld gefunden und auch den Antizauber, gehen wir jetzt ins Kapitel 4 Geheimgebiet Purpurwolkenberg. Wie ihr dahin kommt, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt und zwar über das Video, wo ich gesagt habe, hey, hier das Item, das ist gut für den Daoistenmeister. Und das bekommen wir ja im Purpurwolkenberg vom Endboss Dämmerungsschleier. Und dafür müsst ihr die Gift-Daoisten-Quest machen. Und wie gesagt, im Video werde ich da sicherlich von erzählen, dass ihr da die Sticknadel herbekommt. Und genau das machen wir jetzt auch, weil wir den Boss eh besiegen müssen. Unsere Reise starten wir hier im Kapitel 4, die Spinnwebengrotte. Und da bleiben wir dann in der Spinnwebengrotte und starten beim höchster Bereich der Grotte. Wir laufen gleich zum Becken der Jadesplitter. Der Weg dahin, den kennt man vielleicht nicht, drum starten wir hier. Und von hier aus könnt ihr mir auch direkt nachlaufen. Wir laufen hier jetzt die Treppen hinauf und dann erstmal den Weg weiter. Hier vorne links, da droppen wir einmal runter. Dann droppen wir nochmal runter und folgen dem Weg. Vorbei am Bogenschützen. Hier dann den Treppen hinauf und vorbei an dem großen Gegner. Und da hinten sehen wir schon das Räucherwerk Becken der Jadesplitter. Hier vom Becken der Jadesplitter ist es nicht mehr so weit, da gehen wir hier einmal durch den Durchgang durch, greifen den Kokon an, dadurch spawnt der Giftdau ist und sobald wir den besiegt haben, kommt eine Cutscene und wir können den nächsten Schritt machen. Nächster Halt ist dann der Tempel der gelben Blume und da starten wir beim Hof des gelben Glanzes. Und auch von hier könnt ihr mir wieder nachlaufen. Wir drehen uns um und laufen den Weg zurück.
Hier gehen wir dann links die Treppe hoch und weiter die Treppen nach oben, biegen hier vorne links ab. Und da vorne, da kommt dann schon der nächste Bossraum. Hier ist Spawn der Giftdau ist. Und sobald wir den besiegt haben, zeigt er uns den Eingang zum Geheimgebiet Purpurwolkenberg. Dann das Gemälde, da gehen wir dann auch rein. Von hier aus könnt ihr mir dann einfach wieder nachlaufen. Der Weg ist jetzt ein bisschen länger, also Leute, habt Geduld. Einfach nachlaufen. Und da sind wir schon beim nächsten Räucherwerk, beziehungsweise das erste im Purpurwolkenberg. Vom Tal der Blüten aus laufe ich mit euch den ganzen Weg zum Wolkennestgipfel, weil der Weg ein bisschen verschlungen ist. Drum laufen wir den ganzen Weg. Von hier aus laufen wir jetzt über die Brücke rüber und erstmal den Weg weiter folgen. Vorher an dem netten Baum da. Und hier ist jetzt schon das nächste Räucherwerk. Hier befinden wir uns jetzt am Blütenfalldorf und der Weg hin zum Wolkennestgipfel, der ist ein bisschen verschlungen. Ich hatte das falsch im Kopf. Der Weg, der ging jetzt ja. Aber wir laufen jetzt weiter zum Wolkennestgipfel. Hier die Treppen einfach hoch. Biegen hier an der kaputten Brücke links ab. Hier über die Brücke rüber und jetzt halten wir uns rechts. Nicht da hoch, wir laufen hier unten weiter längs. Und da sind wir schon am Wolkennestgipfel. So, vom Wolkennestgipfel ist es auch nicht mehr weit. Wir laufen hier die Treppen rauf. Und kommen hier schon an der Bossarena an. Hier den Boss, den müssen wir dann auch besiegen. Der hat auch zwei Phasen. Die zweite Phase, da gebe ich euch einen Tipp für, der macht ganz am Anfang so eine große AOE. Da kann man nicht gut ausweichen, fand ich. Ich habe da einfach die Transformation genutzt. Die hat dann den großen Angriff vom Dämmerungsschleier getankt. So, den Dämmerungsschleier besiegt fast schon im Finale. Wir müssen jetzt noch das Geheimgebiet im Kapitel 5 freischalten, also die Beshui-Höhle. Hier in der Beshui-Höhle, da müsst ihr dann wie auch bei den anderen Geheimgebieten den Endboss killen, also komplett einmal durchgehen. Und da wartet dann die goldäugige Beshui-Bestie auf euch. Die killt ihr dann und dann habt ihr das auch erledigt. Wie ihr hier jetzt ins Geheimgebiet in Kapitel 5 kommt, das zeige ich euch gleich, aber vorab noch ein Hinweis. Das sind im Prinzip zwei Quests. Die eine, die könntet ihr euch, glaube ich, sparen. Ich hatte das nicht gemacht, also ich habe die komplett mitgemacht. Das ist die Matiamba-Questreihe, aber die ist verflochten mit der Elementkarn-Questreihe. Also, jetzt zu Anfang zeige ich euch erst die Steps von der Matiamba-Quest, dann geht's in die Elementkarn-Quest, dann ist wieder eine Verflochtenheit zwischen den beiden Quests und dann wird die Elementkarn-Quest abgeschlossen und wir können in das Geheimgebiet hier rein. Ist ein bisschen kompliziert, aber ihr kriegt das schon hin. Wie gesagt, da zeige ich euch jetzt beide Quests, weil die einfach zusammenhängen und ich da keinen Weg gefunden habe, die zu trennen, beziehungsweise ich habe das halt in der Reihenfolge gemacht. Guti. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei. Matiamba finden wir zum ersten Mal im Kapitel 1 Schwarzwindberg, dann im Bambushain und da gehen wir zum hinteren Hügel. Von hier aus laufen wir den Weg ein Stück wieder zurück. Und hier vorne links können wir dann schon in eine Höhle rein. Und hier sitzt denn Matiamba. Den sprechen wir dann so lange an, bis er sich wiederholt. Und dann geht's schon zum nächsten Schritt. Nächster Halt, Kapitel 2, Gelbwindkamm, Dorfsandtor. Und wir starten beim Dorfeingang. Noch hier könnt ihr mir nachlaufen. Wir drehen uns einmal um, laufen über die Brücke rüber. Halten uns rechts. Wobei an dem Dude. Bleiben hier auf der linken Seite und dann gehen wir da gleich hoch. Dann hier über die Dächer rüber. Einmal runterhüpfen. Und da hinten bei dem kleinen, ich sag mal, Mini-Tempel, da finden wir hier angekettet Matiamba. Den sprechen wir wieder so lange an, bis er nichts weiteres mehr erzählt. Und dann gehen wir ins nächste Kapitel.
Wir sind jetzt im Kapitel 3, der neue Westen, starten beim neuen Donnerschlag-Tempel, beim Tempeleingang. Und von hier könnt ihr mir einfach nachlaufen, wir gehen da hinten erstmal durch den kleinen Tempel durch. Ich lasse den Weg jetzt ein bisschen schneller durchlaufen, man kann auch nicht viel verpassen. Wir gehen, wie gesagt, erstmal hier durchs Gebäude durch und dann die Treppe links rauf. Dann biegen wir hier links ab, in das andere Gebäude rein und halten uns dann rechts und gehen die Treppen hinauf. Oben gehen wir dann links durch die Tür, wenn der Dude uns lässt, und halten uns links. Und da hinten sehen wir schon an der Säule, da steht wieder Marty Amber. Den sprechen wir wieder so lange an, bis er nichts Neues mehr erzählt und dann können wir schon weiter. Marty Amber finden wir jetzt in Kapitel 4 bei der Mitte der Grotte. Von hier aus können die mal einfach nachlaufen. Wir drehen uns ein bisschen und hüpfen dann hier runter. Hüpfen hier runter und da hinten durch den Durchgang durch. Hier dann rechts abbiegen, einfach weiter nach oben laufen. Halten uns jetzt links. Und folgen einfach dem Weg. Und da sind wir auch schon. Da hinten der kleine Kokon oder der große Kokon, den wir da sehen. Da müssen wir jetzt einmal gegenhauen. Da drin, ihr hört es auch ein bisschen, da kommt jetzt Marty Amber raus, wenn wir dagegen gehauen haben. Es kommt eine Cutscene. Danach sprechen wir ihn so lange an, bis er wieder nichts Neues mehr sagt. Und dann haben wir den Großteil von seiner Quest auch schon erledigt. Um die Marty Amber Quest abzuschließen, müssen wir jetzt erstmal die Quest von dem Stahlaxtstreiter anfangen. Das ist die mit den 5 Elementkranen und die beginnen wir hier in Kapitel 5 Brennende Berge, Aschewald und da dann am Aschgrauen Pass 1. Von da aus, also da kommt man direkt dran vorbei, man muss das auch machen oder zumindest den Anfang davon muss man machen, um überhaupt weiterzukommen. Wir gehen hier hoch und hier hört ihr dann schon ein Rumgeschrei, Eingekämpfe und vieles weiteres. Hier denn direkt um die Ecke, wenn man hier so abbiegt, hier findet ihr den Boss Stahlaxtstreiter. Den müssen wir auch besiegen oder fast besiegen und ihr könnt danach mit ihm reden. Ihr müsst eventuell die ganzen kleinen Gegner hier clearen, um dann wirklich mit ihnen reden zu können. Den sprecht ihr dann so lange an, bis er nichts Neues erzählt. Er erzählt dann halt von den Elementkarnen. 5 Stück gibt es davon und ja, weiteres erfahren wir dann später. Wenn wir mit ihm fertig gesprochen haben, dann können wir hier gleich weiter nach oben gehen, also an sich den Weg ganz normal folgen. Und da hinten, da ist dann schon der erste Elementkahn, das ist der Brauneisenkahn. Den killen wir dann und dann haben wir schon mal das erste erledigt. Nun können wir zur Ascheanhöhe, also hier im Aschewald. Auch da befindet sich ein Kahn, das ist der Graubronze-Kahn. Da könnt ihr mir auch einfach nachlaufen. Der befindet sich auch auf dem Storyweg, also den kann man nicht verpassen. Aber dennoch, vollständigkeitshalber, nehmen wir den rein. Hier befindet sich noch ein Boss, der versperrt die Tür. Den müsst ihr erstmal killen. Danach könnt ihr hier die Tür aufmachen. Und dann geht's einfach den Weg weiter. Hier in der Höhle halten wir uns einfach links. Und weiter links. Und gehen hier links nach draußen. Und am Ende von diesem schmalen Weg oder von dieser Kluft, da befindet sich der Graubronze-Kahn. Den killt ihr dann und danach geht's wieder weiter. Nächster Halt ist die Smaragdhalle hier in Kapitel 5. Da wartet jetzt ein Storyboss auf uns. Das ist einmal der Hüter der brennenden Berge und er spawnt dann noch einen weiteren Boss. Das ist der Yin-Yang-Fisch. Wie gesagt, da kommen wir in der Story direkt dran vorbei. Also wir müssen die besiegen und danach geht's dann weiter. Jetzt können wir die Marty Amber Quest abschließen und uns auch die Transformation holen. Und natürlich auch die Quest vom Pfahlaxtstreiter weiterführen. Wir gehen jetzt hier zum Brennofental, zum Talzugang. Von da aus könnt ihr mir nachlaufen. Wir gehen geradeaus weiter. Erstmal dem Weg folgen. Gehen hier rechts nach unten weg. Können uns hier in eine Lava fallen lassen. Gehen durch Lava durch.
gegen rechts ab. Und hier ist dann schon der nächste Elementkahn. Da hängt was raus. Das zieht ihr dann raus und damit bekommt ihr die Transformation und auch den Abschluss von der Martiamba-Quest. Und natürlich musstet ihr den auch finden, um nachher das Geheimgebiet freizuschalten und den geheimen Boss für die Pfahlaxtstreiter-Quest. Nun können wir wieder zum Aschewald Aschgrauer Pass 1. Wir sprechen jetzt nämlich wieder mit dem Pfahlaxtstreiter und erzählen ihnen, wir haben so ein paar von den Elementkarnen gefunden. Der Pfahlaxtstreiter, der hockt denn hier auf der Plattform. Ich habe leider nicht mehr die Aufnahme, wo ich mit denen gesprochen habe. Wenn er nicht hier hockt, dann wird er da hinten irgendwo stehen. Sprecht ihn hier so lange an, bis er immer das Gleiche erzählt und danach wird er dann weiterziehen. Falls er hier nicht steht, kein Problem, keine Panik, er wird dann schon beim nächsten Spot stehen. Nachdem wir mit ihm gesprochen haben, gehen wir zurück zum Brennofenteil und da dann zur Smaragdhalle. Und von hier aus lauft ihr mir einfach nach. Das ist wieder der ganz normale Weg. Da kommt man dran vorbei, also das kann man wirklich nicht verpassen. Aber ich zeige euch trotzdem den Weg. Wir gehen hier einmal durch den Bossraum gleich durch. Wie gesagt, das ist ein Punkt, den kann man nicht verpassen. Hier werdet ihr da oben schon so einen Karren sehen. Da kommen wir auch gleich dran vorbei. Wir gehen hier jetzt weiter nach oben. Hier wartet dann auch schon der nächste Karren auf euch und der Pfahlaxtstreiter sollte auch da stehen. Der bekämpft den und ihr müsst den auch bekämpfen, also den Karren, den müsst ihr dann auch besiegen und sobald der Karren besiegt ist, hockt auch der Pfahlaxtstreiter hier. Ihr sprecht ihn dann so lange an, bis er immer wieder das gleiche sagt. So Leute, Finale. Kapitel 5, Feuerfeld, Krater des gefallenen Ofens. Da starten wir. Und da könnt ihr mir auch wieder nachlaufen. Wir gehen jetzt wieder runter. Hier hattet ihr das ja mit der Kugel zu tun, aber die ist nicht mehr da. Hier können wir dann links runter. Laufen wir an dem Boss hier vorbei. Hier links runter. Und halten uns jetzt rechts. Und hier sind wir dann schon beim Eingang zum geheimen Gebiet. Das ist Feuerfeld erfrischendes Gefälle. Von hier aus lauft ihr dann in den Bossraum da vorne rein. Da ist dann schon der Boss am Rumdümpeln, das ist der Rostgoldkahn. Und sobald wir den besiegt haben, können wir wieder mit dem Pfahlaxtstreiter reden. Und er zeigt uns dann in der Cutscene den Eingang zum geheimen Gebiet. Da müssen wir dann da zum Tor gehen, einmal durchgehen und dann sind wir schon in der Bishui-Höhle und haben auch die Quest von dem Pfahlaxtstreiter abgeschlossen. Guti, jetzt haben wir alle Geheimgebiete in 1, 2, 4 und 5 gefunden und auch das Melonenfeld in Kapitel 3. Es fehlt nur noch das Geheimgebiet in Kapitel 3. Und wie zu Anfang bereits erwähnt, wir müssen jetzt zur großen Pagode und den Weg dahin, den möchte ich euch jetzt zeigen. Also, wir starten hier Kapitel 3, der neue Westen. Reich der Pagode, verschneiter Weg. Und von da aus lauft ihr mir jetzt einfach nach. So, wir gehen hier einmal rechts rum. Einmal nach unten und über eine Brücke darüber. Wir machen das Ganze jetzt in zweifacher Geschwindigkeit, weil der Weg, sobald man hier einmal rüber ist, ist eigentlich nur noch ein Weg. Also man kann das nicht verfehlen. Aber trotzdem möchte ich euch den zeigen. Können wir jetzt hier den Hügel einmal hoch. Wir können auch außen rum, aber das ist wurscht, ob wir hier erst durchgehen oder da. Das ist egal.
Und da hinten, da sehen wir schon den Eingang zur großen Pagode. Da gehen wir dann rein und landen in der großen Pagode. Und da angekommen, da müsst ihr dann einfach hier nur noch hochlaufen. Und da hinten, da seht ihr von hier aus dann schon zwei Dudes oder ob da einer, ich weiß es, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber hier steht dann einer, es wird eine Cutscene getriggert und wir landen dann direkt im Geheimgebiet von Kapitel 3. Da müsst ihr einfach nur geradeaus gehen, da ist dann auch gleich ein Räucherwerk. Das ist halt, wie zu Anfang gesagt, da ist nur ein Boss und nur ein Weg. Das ist dann der Boss Erlang, die heilige Gottheit. Und der, Leute, schnallt euch an, der ist echt schwer. Ich habe da zwei Tage dran gesessen. Ich habe den Kampf auch, glaube ich, schon hochgeladen gegen den. Das war ein... den müsst ihr dann besiegen. Wenn ihr den besiegt habt, dann kommt eine Cutscene. Dann kommt noch was anderes, was ich jetzt nicht spoilern will, weil das ist irgendwie... macht Spaß. Nach den ganzen Sachen im Geheimgebiet werdet ihr zur großen Pagode zurückgeportet und ihr bekommt den Dreispitz-Doppelklingenspeer sowie ein paar Materialien und auch den Azurkuppel-Verwandlungszauber. Da bin ich gerade drin, also das ist der Dude hier. Guti, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Bosskampf. Nehmt euch Zeit, verzweifelt nicht, schreit nicht den Fernseher an. Das bringt nichts, ich hab's ausprobiert. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß nochmal bei dem Bosskampf, bei dem wahren bzw. geheimen Ende und habt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!